Er ist nicht rolling burnout. Und ich hatte da wohl gerade jemand umgefahren. Ich kann mal rolling burnout. Die Mütze haben. Ja. Oh mein Gott. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ich begrüße euch recht herzlich beim Crispy Rider. Ja, wir sind tatsächlich heute unterwegs zum Nürburgring, also wir waren da quasi gerade, aber wir konnten da noch nicht mehr aufnehmen, weil das Open Mesh extrem voll war. Deswegen drehe ich die Anmoderation quasi jetzt. Wir sind auf jeden Fall gerade unterwegs zum Nürburgring, weil da das Anlassen stattfindet. Wir haben nämlich heute den 28.04. und die Hinfahrt jetzt ein bisschen langweilig war, würde ich sagen, springen wir direkt rein, ne? Deswegen bis gleich. So, Kamera läuft, Jungs. Ich will erstmal direkt mit so einer scharfen Kurve hier starten. Jawohl. Thorsten mit Borsten, wo müssen wir lang? Links. Oben, weiter. Natürlich, mit den ganzen. Ja, komm. Da, wo alle hinfahren. War jetzt sogar 50 vorbei, ey. Lecco mio. Ach, hier war 50, heute die ganze Zeit 70. Ach, hier ist er es offen. Scheiße. Upsala. Dachte, er wäre 140. Oh, was ist hier los? Oh. Haben die doch mit Absicht gemacht. Ehrlich. Haben die gestern Abend noch aufgeribbelt, damit die Motorräder nicht so lang preschen. Oh, Mann mit Hund. Mann mit Hund. Mann wieder. Junge, wieder auf Fahrschule. Da ist der Hundemann. Anhalten und vorbeilassen. Lenkrad gerade halten und drauf. Halt. Ich kann sagen, das Lenkrad gerade und fest. Chris, leg dich richtig rein in die Kurve mit dem Kopf. Okay, warte. So? Oh. Ja, das ist sehr gut. Oh. Jetzt andere Richtung, Chris. Guck mal, ich danke dir, ich hab einen Fang, ey. Digga! Das sieht irgendwie. Digga, ich wäre safe gegen eine Wand gefahren, hätte ich das gemacht. Das muss so, Jungs. Ist das eine Doppel-R in der Sonderedition in grün? Digga! Alter, wo ist die Schlange stehen? Hallo! Was ein Scheiß! Ich glaube, mir hat kein einziger gewunken, ist das bodenlos. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Thorsten, wie lang noch? 6 Minuten! Boah, wir sind gleich da! 6 Minuten! Wir haben so eine Schlange hinter. 6,5 Kilometer! Das 7 Minuten! Leute, habt ihr mal im Rückspiegel geguckt? Sondern könnt ihr ja nicht nach hinten gucken, wie viele Leute aus dem Ohr bekommen. Oh, okay, wir müssen dann einmal drehen. Zum Anlassen rechts abbiegen. Wir drehen. Ja, wir müssen drehen. Alter, man hört ja gar nichts mehr. Mesh Intercom ausschalten. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh. Kanal 1. Torben? Hallo? Hallo? Digga, das Mesh war so durcheinander. Ja, ich hab erstmal neu gestartet alles. Ich auch. Das hat einfach nur gepiept bei mir die ganze Zeit. Ich war vollkommen am Arsch. Der Mensch, der das so gemacht hat, damit wir rein können. Boah, Junge, was ist denn das? Digga! Wieder? Sina ist tot! Du kannst es komplett. Hallo! Bist du nicht Cedric von Tools to People? Junge, was geht? Wow. Bist du nicht Marie von Tools to People? Was geht hier ab, Alter? Das ist schon wild, ey. Jetzt stehen hier 7 Millionen Motorräder. Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, ich ziehe jetzt den Helm aus und wir sehen uns gleich wieder, Jungs. Ciao. So, einen schönen guten Tag. Das ist jetzt erstmal der kleine Zwischenstand. Wir schieben hier die ganze Zeit oder fahren, je nachdem, die ganze Zeit unsere Motorräder hier hoch. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, wofür wir jetzt überhaupt hier anstehen. Auf jeden Fall stehen ja alle, deswegen haben wir uns gedacht, stellen wir uns einfach mal dabei. Wir sind auch schon ein bisschen weiter gekommen. Wir waren nämlich vorher da hinten unter der Brücke, da ganz hinten, wo das Schild ist. Und jetzt stehen wir schon hier. Also, wir kommen langsam aber sicher voran. Und ich hoffe einfach mal, dass das hier Richtung Ring geht. Oder ja, ich lass mich mal überraschen hier, ne, von dem Ganzen. Bis gleich. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, es geht weiter. Ich habe nur noch keine Handschuhe an, das ist vielleicht ein bisschen sehr schlecht. Und mein Helm ist auch noch nicht zu. Okay. Alter Verwalter, ey. Ja, hier sind ein paar Motorräder, würde ich jetzt mal behaupten. Jungs, gerade mit dem Mesh, das wird heute nichts. Gruppierung fehlgeschlagen.
Aha. Alter Junge! Das eskaliert so hart, ne? Junge, was ist hier los, Alter? Und ich dachte, da kommen vielleicht 5.000, 6.000 Motorräder. Ja, da sind bestimmt 30.000. Ich fühle mich ein bisschen eingeengt hier. Verstehe ich gar nicht. Boah, Alter, was ist denn da? Welche Maschine ist denn da so laut? Junge! Alter, welche Maschine ist denn da so laut? Einfach jeder im Tunnel nochmal Gas gibt, Digga. Ja, das werde ich auch auf jeden Fall tun. Oh, Junge! Jo! Ich hab gerade abgewürgt. Ich hab's geschafft, Digga. Ehrlich, du bist es. Ehrlich. Ah, ich hab den gefunden. Oh, hier geht's direkt auf den Ring, Jungs. Geil. Hä? Wir fahren jetzt auf den Ring. Fahren wir jetzt direkt auf den Ring? Ja, so ein Ründchen hier mal so eine drehen? Da würde ich mich sehen. Ja, na komm. Wo bist denn du? Ich fahr warte irgendwo am Eingang. Ich fahr gleich rechts drauf. Ja, ich warte am Eingang. Ja, durch das Tor, ne? Ja. Dann warte rechts da und dann kommen wir dazu. Ja, mach ich. Komm, Thorsten! Komm, Thorsten! Ich warte auf dich! Ja, komm, let's go! Du bist auf dem Ring! Das wird so los jetzt werden. Ja, komm, wir sind alle! Fahr! Digga, ich hab schon wieder abgewürgt. Ich hab halt echt keinen Plan. Ach, man stellt die Motorräder nur hier hin, okay. Ich kann jetzt hier eine Runde ballern, Manu. Ja, Jungs, wir werden ergründen, was wir jetzt als nächstes machen. Ich melde mich gleich. So, uns wurde gerade gesagt, dass wir einmal nochmal komplett durchfahren sollen, weil hier noch sehr viel frei ist, wie man sieht. Boah, und guckt euch mal diese wunderschönen Motorräder an. Eieiei, ist das geil. Boah, Junge, was ist hier los, ey? Geisteskrank. Boah, die machen hier sogar schon eine dritte Reihe auf. Alter Schwede. Ey, sollen wir uns einfach hier hinstellen? Ich stelle mich jetzt einfach hier, das ist mir egal. Cooles Motorrad! So, Jungs, jetzt aber. Bis gleich. So, wir haben jetzt die Motorräder abgestellt und laufen jetzt einmal so ein bisschen über den Ring. Schau doch einfach mal an, wie geisteskrank viele Motorräder hier stehen und vor allem, was hier auch steht. Also wir machen jetzt gleich ein bisschen Motorradspotting und gucken wir mal, was wir hier so finden. Aber da vorne ist, was ist das? Der ZX14R ist das. Alter Schwede. Boah, hier haben wir direkt eine Doppel-R in Rot. Boah, schönes Geschoss, ey. Schick, schick. Hier haben wir die Rollerfraktion. Nicht schlecht, ey. Boah, hier ist eine richtig schöne GSX-R. Schönes Motorrad. Das ist Doppel-R. Wo bin ich? Oh mein Gott. Jungs, guckt euch mal, was ist das denn für ein Teil, ey? Alter Schwede. Guckt euch das Ding mal an, ey. Was für eine Folierung. Ja, das Grün fühle ich nicht so, muss ich sagen. Aber sonst ist die Maschine ja geil. Oh, mit, schön mit SC Project. Alter, halt's Maul, ey. Heftig. Was stehen die da alle an? Vielleicht ist das, machen die Leistungsmessung? Die machen, die messen, glaube ich, die Motorräder. Hier seht ihr live Akku-Wechsel-Action. Oh. Oh. Ey, guck mal, der hat einfach Knight Rider, der ist einfach Kit. Das ist echt wild. Ich glaube nicht, dass das so erlaubt ist, aber ist trotzdem sehr wild, muss ich sagen. Ja, schick, schick. Oh, jetzt wird die gerade gemessen. Auf jeden Fall begeben wir uns jetzt erstmal zum Polo-Stand. Wir wollen nämlich mal gucken, was es da so alles gibt. Was ist das denn für ein Moped? Mit den zwei riesen Augen. Das ist ein brutaler. Was ist denn ein brutaler? Nee, das ist Elektro. Weg hier. Elektro. Was kann man jetzt hier am Polo-Stand so machen? Ich weiß es nämlich auch nicht. Ja, okay.
Ich dachte echt, hier kann man irgendwas Krasses sehen oder hören. Oh, da kommen wir anscheinend auf die Tribüne. Da werden wir uns mal hochbegeben jetzt. Und ich glaube, da wurde gerade jemand umgefahren. Ich glaube, der wurde umgefahren. Wer? Der Ordner da. Okay, lass die Tribüne hoch, Jungs. Ist das heftig. Schaut euch das mal an. Ja, das sind ein paar Motorräder. Erstmal filmen für die Erinnerung. So, Alter Junge, das kann man wirklich keinem erzählen. Heftig. Ja, das sind ein paar Motorräder. Jetzt muss ich wieder im Film filmen. So, wir haben jetzt gegessen und haben uns ganz viele Motorräder angeguckt. Und jetzt suchen wir erstmal unsere Motorräder wieder. So, irgendwo, glaube ich, hier in der Reihe müssten wir stehen. Boah, da steht mein Mopädchen. Muss erstmal da hinkommen. Alter Schwede, ist das eng hier. So. Hallöchen, Moped. Boah, ich komme ja gar nicht durch. Och, guckt euch diese tolle... Du bist mein Bohme. Du bist mein Sonnenbohme. Du bist mein Sonnenbohmen. Ja, jetzt im Endeffekt warten wir hier eigentlich nur, bis der Startschuss kommt und dann setzen wir zum Corso an. Und bis dahin mache ich das Ding wieder aus. Bis gleich. Er sieht ein Rolling Burnout. Der Ehrenmann. Jo, Alter. Boah. Junge, was ein Typ. Der Reifen sagt gleich Ciao, Alter. Ja. Junge, wie das hier eskaliert. Ne? Das ist so geil. Tja, mal einfach Burnout. Junge. Aber wir brauchen echt länger hier raus, als wir über den Ring gefahren sind. Ah, guck mal, da ist ein Pastor, der segnet uns einfach. Da ist ein Pastor, der einfach uns segnet. Ist das wild. Jetzt war die Maschine wieder so leise. Ich habe die DBs nämlich jetzt wieder eingebaut. Ich hatte die ja auf der Strecke rausgenommen. Und jetzt habe ich die DBs wieder reingebaut. Und jetzt ist die Maschine wieder so unfassbar leise. Bitte alle rechts abbiegen, nur auf der rechten Fahrspur weiterfahren und gute Fahrt. Danke. Boah, ich fahre mal 6 km/h. Ich habe das halt schnellste, weil ich innerhalb der letzten 1,5 Stunden gefahren bin. Alter, guckt euch das an. Jetzt ist sogar die Spur voll. Und der Nürburgring selber ist noch komplett voll. Ist das heftig. Ich hätte wirklich niemals im Leben gedacht, dass hier so viele Motorräder sind. Alter, da ist einfach kompletter Stillstand jetzt. Das ist so heftig. Wir waren anscheinend echt noch sehr früh dran. Weil da ist ja jetzt wirklich komplett alles zu. Heftig. Ja, und schon hat sich ja hier alles wieder aufgelöst. Krass. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal zur nächsten Tanke, weil Torms Motorrad ist leer, mein Motorrad hat nur noch 2 Striche, Cedrics Motorrad ist leer, Maries Motorrad ist fast komplett leer. Also wir müssen, ich hoffe mal, wir kommen noch zur Tanke, aber die ist wohl irgendwie nur 9 Kilometer entfernt, oder 9 Minuten entfernt. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir jetzt da hinkommen. Boah, Alter, diese Kurve, Junge! Alter, halt die Fresse, was sind das für Kurven? Das macht ganz entspannt. Ja, fühlt man sich halt wie in der Eifel. Wir sind fast in der Eifel. Ja, ich könnte mir eine 1M in Vollcarbon vorstellen. Ja, ich könnte mir eine M1000 in Vollcarbon vorstellen. Ja, die steht auch im Wohnzimmer. Ist ein teures Wohnzimmer. Ist eine gute Einrichtung, kann man nichts sagen, Alter. Wollte ich gerade sagen, also da kann man sich nicht beschweren eigentlich. Ich will eine Rundmaschine mit zu haben. Ja, ja. Oh, oh mein Gott. Oh nein. Die mit zu haben. Ja, ja. Oh, oh. Alles gut? Auch alles gut bei dir? Hä? Alles gut bei dir? Ja, okay. Fühl mich gerade so ein bisschen wie bei so einem, wenn so der ADAC Motorrad vorstellt, weißt du, wenn die so durch die Kurven fahren. Ja, ja, genau. So fühle ich mich gerade. 86 PS auf 246 Kilo. Ja. Boah, Christian, wir essen zusammen, müssen wir immer durchfahren, Digga. Ja. Das ist so geil. Digga, die MT ist laut. Ach, einer. Nur ein Tunnel. Wow. Aber ist immer noch 70, satt belastend. Wie geisteskrank ist das bitte hier? Digga, ja, das ist so eine geile Scheiße, Alter. Holy shit. Das ist, Bro. Das ist ja so geil hier. Das wäre dein Heimweg von der Arbeit. Noch einer.
Oh, der wird länger. Wenn er da so angeschossen kommt, ja, ich komm her. Digga, ja. Komm mit, komm mit! Doxy, komm her, gebrettert! Ah, hilf mir! Die Junge! Die Junge! Sind die behindert? Digga! Alter, ist das laut! So, meine Damen und Herren, das war's mit dem Video. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hatte auf jeden Fall mega Spaß heute. Ich fand das echt heftig, dass so viele Motorräder da waren. Da hätte ich wirklich niemals mit gerechnet. Aber ja, wenn du bis hierhin dran geblieben bist, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und würde dann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Crispy Rider.